Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ulbo. Ich bin gerade im Neffe nochmals ein bisschen Quarz sammeln. Da ist doch etwas runtergefallen. Drei Stacks fast. Okay, ich habe angefangen mit dem Haus, mit dem Fundament. Ah, da unten hatten wir noch Quarz. Sehr schön. Und ich habe es jetzt einmal ungerade versucht mit den Seiten. Joa, wird wahrscheinlich so besser. Reinhauen. Wir müssen jetzt schauen mit dem Fenster. Aber wir brauchen doch ein bisschen mehr. Ich würde mal hier doch noch ein Waypoint machen, einfach zum Teleportieren. Weil wir haben hier überall diese Giftpilze, damit wir einfach die kurz überspringen können, wenn wir etwas sammeln. So. Okay. Dann gehen wir wieder rein. Leider ist ein Gast. Hoffentlich greift er nicht an. Okay. Gut. So. Da oben ist das Gebäude schon mal. Also die Säulen und das. Und der Rand. Ja. Dann machen wir doch. Neue Quarzblöcke. 17 von diesen Pilzen muss ich aus dem Weg graben und sie mitnehmen. So, eben, das ist glaube ich 9. Und das ist 5. 7 ist das. Das ist glaube ich nochmal 7. Das ist nochmal 7. Das ist 8. 9. Und dann mal schräg und dann noch 5. 5. Und das ist 11, glaube ich. Und das wahrscheinlich auch oder noch ein bisschen mehr. So, dann machen wir immer. Ja. 5 hoch, Säulen. Hier müssen wir nicht, aber hier wieder. Und hier. Könnten auch auf 10 hoch machen. Oder 9. Weil wir hier keine Quarz reinmachen. Das ist 5. Sehen wir bei 2 anfangen, weil das unten ist ja noch. So, jetzt muss ich aber zuerst was essen und dann gleich mal noch schlafen. 3, 4, 5. Gut. Also das haben wir mal gemacht. Jetzt holen wir noch einfach die Steinziegel. Ja, es ist Nacht. So, jetzt. Die restlichen Quarzes brauchen wir dann im zweiten Stockwerk. So, hier haben wir Eisen, hier haben wir nochmal Stein und hier oben haben wir irgendwo auch Stein. Das ist Diorit. Diorit ist der Rest vom Stein. Netherrack gehört nicht hier rein. Bruchstein, Diorit. Okay, dann müssen wir noch mehr herstellen. Definitiv. Es geht so schnell weg. Oder ist hier oben Stein? Da ist der Stein. Okay, jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Dann. Stone Bricks herstellen. Die sehen richtig geil aus. Noch mehr Stone Bricks. So, wir machen das Haus immer wieder detaillierter. Wir müssen einfach immer wieder die Blöcke abwarten.
Aber ja, mit Details können wir dann ultra detailliert, dann können wir die eckigen, schrägen auch wegmachen. Das ist super. So, wenn hier unter der Boden ist, dann ist das Ding, dann müssen die Fenster sozusagen. Oh, sieht das geil aus. Sieht fast ein bisschen zu ja, ruinenmäßig aus, aber das ist nicht schlimm. So, ich versuche jetzt hier zwei Fenster reinzukriegen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ist nicht in der Mitte, also müssen wir jetzt alles ein bisschen umplatzieren. Nein, ich mache hier und hier. Sowieso schöner, immer zwei zu haben. Das ist doch mal schön. Wie können wir dann einen Kasten hinmachen oder von Bibliocraft irgendwas? So Regale. Sieht richtig cool aus. Das ist sehr schön. Ja, wir brauchen wieder sehr viel, also von jedem sehr viel. Das würde ja eigentlich optimal gehen, so. Wir müssen sonst das Weiße nochmals eins tiefer machen, aber jetzt irgendwie so doch recht schön. Hier machen wir ein Fenster, ist da nicht in der Mitte. Wir müssen eigentlich zwei Fenster machen. Also schräg ist gar nicht mal so gut, merke ich. Ah, hier funktioniert es nicht. Dann ist klar. Jetzt ist es so richtig. Und hier in den Schrägen sowieso keins. Machen wir mal. Platziere doch das richtig, bitte. Nein, richtig. Wenn man ein bisschen daneben klickt. Okay, sehr komisch. Schwer zu platzieren. So. Ja, es geht nicht auf. Also eckige, viereckige Fenster können wir nicht machen. Super. Hier geht auch kein Fenster. Nee, es ist außen dann nicht umrandet. So, und hier können wir es sehr speziell machen. Ich mache das am besten beides 2 und danach beides 3 das Fenster. Es geht überhaupt nicht auf. Ja gut, holen wir noch mal neue Blöcke. Oh, der Baum, der ist sehr groß gewachsen. Der andere Baum war nicht mal halb so groß. Und der
gleichen Sorte. So, nochmals craften. Gut. Sonst müssen wir das ganze Haus dann gerade machen von den Wänden. Oh. So. Wie machen wir jetzt das Fenster hier rein, dass es in der Mitte ist? Es geht nicht. Ich muss das also so machen. Oder so. Zwei, drei, zwei. Das ist jetzt auch wieder sehr speziell. Das wäre mir nicht ganz gefallen. Eins rein eher gehen. Aber komm, lass uns. Also dann ab dann kein Gebäude mehr ungerade. Ich weiß nicht, wie die Baustil den anderen deutschen Projekten immer ist, aber hat mir jemand gesagt, ungerade ist fürs Hausbau besser. Und das ist wahrscheinlich immer, wenn eine Wand dazwischen ist, nur. Naja. Können wir eigentlich hier mal 4 sogar machen. Dann können wir auch hier wieder etwas hin tun. So. Sehr schön. Und dann haben wir wieder keinen Stein. Okay, ich mache es hier fertig und tu dann die Raumeinteilung machen. Wenn wir hier reingehen, kommt hier mal das Wohnzimmer, hier die Küche, dann hier sich mal ein Zimmer und hier ein Durchgang. Dann haben wir hier, das Badezimmer könnte irgendwo noch sein, hier und hier das Bett, also Schlafzimmer. Hier ist einfach ein Durchgang, oder soll dann hier hin? Das werden wir dann noch sehen. Sonst muss ich das halt alles anders machen. So, Grünholz ist sicher auch sehr schön für ein Gebäude. Muss mir noch überlegen, was und wohin es passt. Ein Büro oder so. Könnten wir gebrauchen. So, ein Setzling leider nur. Okay. Noch ein bisschen Akazienholz. Wunderbar. Dann zeige ich euch noch kurz, was ich jetzt neu gefischt habe. Haltbarkeitsangeln 2 und eine Köderangel. Reparaturbogen. Sehr wichtig. Ja, und noch ein Sattel und ein Nametag. Gut. Und der Amboss habe ich gemacht, genau. So, außerdem habe ich hier das nette Zeugs mal geerntet und es kommt nicht so gutes Zeug sein. Raus, man muss das ständig eigentlich immer wieder ernten. Farbstoff, die Blackbush tun eigentlich gar nichts. Keine Beeren oder so droppen. Oder es dauert sehr lange und ich bekomme einfach keine Lowly-Güssal aus den Güssalpflanzen. Also Gisar auf Deutsch. Und
Das Ei scheint auch nicht so richtig fertig zu werden. Naja, dauert wahrscheinlich alles. Ich kann halt in der ENIAC-Datei auch nichts ändern. Außer die Zuchtchance. Und weil die sehr gering ist, also ja, wie gut sie züchtbar sind, zähmbar sind, habe ich die einfach mal auf 99,9% gesetzt. Damit wir nicht so viel die ganze Zeit vergeuden müssen. Weil wir werden sehr viele Chocobos dann haben müssen. So. Aber das kann ich auch wieder runtersetzen, wenn wir dann wirklich genügend haben. Als nächstes möchte ich gerne irgendwo hin teleportieren. Zum Sumpf. So, dann kann ich euch noch zeigen, was hier also Pflanzen gibt. Natürlich diese Beeren, Blumen. Hier habe ich ein paar gesammelt. Und ja, es gibt sehr viele Schleime hier in der Nacht. Ich habe ungefähr 15, ich glaube 14 gesammelt. Ja, dann gehen wir ein bisschen nach Süden. Es gibt überall Blumen. Das ist richtig schön. Also mir gefällt dieser Sumpf sehr. Leider ist hier auch wieder ein Gebirge, also es ist eigentlich rings um Gebirge, also an dieser Seite eine Ebene. Oh, die sind schön. Die kenne ich. Fuchshandschuh. Müssten anders heißen, ja. Auf Deutsch. Der Schweiz heißen Pflanzen auch ein bisschen anders als in Hochdeutsch, im Deutschen. Fichte heißt zum Beispiel Föhre. Das tönt irgendwie richtig deutsch falsch, also komisch. Auf Schweizerdeutsch heißt das eigentlich recht entspannt, weil Fichte vernichte. Tönt nicht so entspannt. Ja, recht viel Höhen. Genau. Bitte nicht immer etwas laden. Das ist wirklich wegen dem Texture-Pack. Das muss, glaube ich, raus wegen den Lichtbugs. Ist überhaupt nicht dunkel. Und so weiter. Ja, da haben wir ein Sonnenblumenfeld. Das ist mal etwas Einzigartiges. Gibt's nicht oft. Also ich habe bisher nicht so oft Sonnenblume gesehen. Zum Beispiel auf dem Server, wo ich aktiv bin, dem Mondschnitzel-Server. Keine einzige Sonnenblume gesehen. Auch in anderen Biomen nicht. Die wachsen, glaube ich, nur hier im Sonnenblumenbiom. Aber die sind seitwärts auch besser zu erkennen als Sonnenblume. Sehr schön. So. Da haben wir wieder ein Schwarzeichenbiom. Wieder eine Ebene. Können wir unterschiedliche Dörfer und Städte hier bauen. Das könnte ein neues, neue Buschsorte sein. Green Marigold. Gooseberry. Habe ich noch nicht gefunden. Ich denke, wir haben bald alle. Beautyberry haben wir noch nicht. Blackberry haben wir. Blueberry haben wir. Nein. Gooseberry haben wir jetzt. Huckleberry. Oh, weiß ich gar nicht. Orangeberry.
Snowberry. Okay, doch noch vier. Gibt überraschend viele. Strawberry haben wir. Na gut, dann müssen wir noch finden. Gibt es jetzt noch etwas Neues? Limettenholz? Säbelinde Setzlinge, okay. Ja, ich dachte, wir könnten wirklich etwas Neues aus einem Mod noch finden. Aber scheinbar. Ja, wiederholen sich einfach die Biome wieder. Natürlich neue Büsche. Das ist auch ein Sumpf. Ja. Okay, ein zweiter Sumpf. Der nasse haben wir noch nicht. Okay, sehr gut. Ja, da haben wir doch etwas Neues gefunden, neben dem Sonnenblumenfeld, dem es ja eine Vanilla schon längere Zeit gibt, nur im seltenen sind. Diese Birken dort hinten könnten wir dann hoffentlich alle irgendwo finden in einer Mistcraft-Welt. Aber ja, hier möchte ich sie nicht ernten. So Sachen möchte ich gerne ernten. Gut. King, Königsorchidee. Wow. Das muss ja mega selten sein. Okay, schauen wir den Baum hier noch an. English Oak. Okay. Blauer Stern, schön zum Verzieren. Parkanlagen werden wir sicher auch irgendwann mal machen müssen. Ein Schloss oder so, oh, das wird schwierig. Ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen, ich denke, Quarz sammeln. Erkunden muss ich ja nicht. Mistcraft-Welten werde ich noch ein paar erstellen. Und sie dann alle zeigen. Gut, aber da ich jetzt schon einen Part für mich morgen, für euch heute gemacht habe, werde ich wahrscheinlich nicht so viel machen können. Gehe einfach nochmals ins Neffer, wo wir gestartet sind in diesem Part. Und schau weiter. So. Aber hier. Ich glaube, es ist eine Doppelschlucht. Also einfach eine. Ja, es ist. Okay, dann ändern wir das einfach in tiefe Schlucht. So. Gut, der Baum. Wow, also hier muss ich dann etwas bauen. Geil. Cool. Also zurückgehen. Zum Lager natürlich. Noch ein paar Sachen reinlegen. Gooseberry Bush, Setzling können wir reintun. Ja. Der nasse. Ding. Dann die Blumen gehören hier hin. Gooseberry gehören hier rein. Können wir mal die Kerne dort rein tun. Ja. Die einfach hier oben rein. Ja, die blauen haben wir noch nicht. Okay, sind es noch vier, die wir brauchen. Die Kürbisse sind cool. Implatziert worden.
So, mit dem Bambus, dem nassen Bambus, beenden wir den Part. So. Okay. Schon gewachsen. Wunderbar. Ja, am Haus muss ich doch noch etwas machen. Ich möchte vielleicht den Boden eins höher machen. Nee, slow. Werden wir dann sehen. Ich überlege mir das noch. Bis zum nächsten Part. Euer Dragwasser. Tschüss.